Wir haben einen Artikel gelesen über Greta Thunberg, das schwedische Mädchen, die angefangen hat, die Schule zu streiken. Das hat übergeschwappt nach Australien, wo große Schülerinnen- und Studierendenproteste gestartet wurden. Und genau das hat uns inspiriert, auch selber was zu machen. Und der grundsätzliche Ton ist einfach und die Message, es muss was passieren. Es gibt jetzt nur kosmetische Veränderungen, die beschlossen werden. Da wir aber an Wachstums- und Profitlogik festhalten, wird sich nichts grundsätzlich ändern. Aber genau diesen grundsätzlichen Systemwandel, den bräuchten wir. Es geht darum, dass die Image machen. Die haben halt eine PR-Abteilung. Ganz viele große Firmen haben eine Abteilung für Nachhaltigkeit. Aber solange das besetzt bleibt von dem aktuellen Systemgedanken, wird nur die ganze Kritik, die am jetzigen System geäußert wird, eingebaut in das System und uns danach wieder zurückverkauft. Es kam relativ schnell Security, nach, glaube ich, 2 Minuten, wo wir da standen. Bitte stoppen Sie die Kamera. Warum? Das ist nicht erlaubt. Lesen Sie einmal Hausordnung. Sie haben dann gesagt, dass die Polizei kommen wird. Das ist auch passiert. Und wir sind, als die Polizei gekommen ist, als Gruppe vom Gelände runtergegangen und haben den Protest beendet. Ein Verantwortlicher bitte zur Polizei.